aber die Ehre. Meine Lieben, Satisfactory 1.0 steht ja quasi schon, ich habe es ja schon mal öfter gesagt, steht quasi vor der Haustür. Jetzt wird es immer knapper. Ich habe die letzten Wochen natürlich ein bisschen rumgetestet, wie man es vielleicht in dem Satisfactory-Wahnsinn, den täglichen natürlich gesehen hat am Wochenende. Bin jetzt tatsächlich dazu übergegangen, ein paar Blueprints vorzubereiten, die natürlich auch dir zum Runterladen stehen. 8 einzigartige Blueprints, die dir helfen sollen, in 1.0 richtig geil durchzustarten. Wo du die kriegst, was sie machen, welche ich da erstellt habe, das erfährst du in diesem Video. Also dranbleiben, wir starten dann gleich mal mit diesen tollen Prints, die ich da vorbereitet habe. Hier sind einmal die 8 Prints, die ich vorbereitet habe. Die werden wir uns jetzt einmal kurz einmal ansehen. Hierzu natürlich zu bemerken, das Ganze wirst du erst richtig freischalten können, sobald du Blueprinter freigeschaltet hast und MK3-Band. Beides sollte ja ungefähr zum gleichen Zeitpunkt passieren. Die Raffinerien gibt es nochmal als Bonus oben drauf. Und wie das jetzt Ganze ausschaut und was ich mir dabei gedacht habe, das gehen wir jetzt einmal durch. Ich habe hier einmal 2 Schmelzis vorbereitet, weil sich es mit 2 einfach relativ multiplizieren lässt. Weil wenn du jetzt zum Beispiel eine normale Mine mit zum Beispiel mit einem MK2-Miner hast, da kommen 240 kommt an Erz raus. Jeweils 30 im Schmelzi werden verbraucht. Also sprich, du kannst den Print viermal hinsetzen und brauchst dich nicht weiter drum kümmern. Weiterzurechnen, da einfach einstellen. Hierzu auch zu bemerken, jeder meiner Prints ist im Grunde genommen gleich aufgebaut. Heißt, wir haben hier einen Eingang, der von links nach rechts geht und einen Ausgang mit dem fertigen Produkt, was von rechts nach links geht. Das ist nachher nochmal wichtig, also das ganz genau beachten. Im Schmelzi habe ich noch kein Rezept hinterlegt. Wieso, weshalb? Du kannst natürlich auch, wenn du sagst, du willst jetzt keine Ahnung 20, 30, 40 davon auf einmal bauen, dann lohnt es sich auf jeden Fall hier ein Rezept vorher einzulegen bzw. auszuwählen und das abzuspeichern. Hier in der Gießerei habe ich Rezepte schon hinterlegt, weil es ja sowieso meistens eigentlich genau das ist, was du am Anfang brauchst. Heißt einmal das normale Stahlbahnrezept auf 100% eingestellt. So, aber was heißt das jetzt? 45 mal 3, das hieße 135. Aber wenn du es jetzt natürlich mal 6 nimmst, bist du bei 270. Heißt, du bist am Maximallimit vom MK3-Band. Hierzu stellst du einfach den MK2-Miner auf 270 ein, musst natürlich ein paar Powershards reinmachen. Das sollte eigentlich kein so großes Problem sein. Und hier nun auch wieder derselbe Aufbau. Wir gehen hier rein. Wieso habe ich jetzt hier die so separat gelassen? Weil man könnte ja eigentlich nur hier den Eingang machen. Weil ich persönlich mache das immer so, dass ich immer 2 nebeneinander baue, dass auch noch 6 weitere oben drüber Platz haben oder irgendwo in der Nähe. Lässt sich dann nämlich ganz easy peasy dann erweitern, aber das sehen wir uns dann gleich nochmal im Live-Beispiel dann einmal an. Und hier wieder, es geht alles wieder links wieder weiter. Dann haben wir unsere Kraftwerke, die habe ich schon eingestellt für dich. Einmal auf 50 Megawatt. Wieso? Na, einmal, weil wir 30 Kubik Wasser pro Minute brauchen und weil es dann super easy zum Rechnen ist, du brauchst dann jeweils nur dir nur merken, dass ein Kohlekraftwerk 10 Kohle braucht. Also super easy, wenn du jetzt sagst, du hast jetzt nur ein normales Vorkommen von Kohle, wo jetzt nur 60 die Minute rauskommen, MK1-Bahn dran, du kannst 6 Stück hinbauen, patsch, bumm, fertig. Super einfach. Aber wie wir das dann nochmal anschließen, ich mache dann nochmal ein Beispiel davon. Als nächstes, dieser Print nennt sich Bus dreifach. Ich glaube, dass hier erklären wird ein bisschen schwierig werden. Ich werde es aber dann gleich nochmal im Aufbau nochmal zeigen, was du hier mit diesem Print machen kannst. Der war nämlich für mich relativ hilfreich, weil ich gesehen habe, ich habe öfters immer denselben Schmarrn bauen müssen und wenn man sich denkt, denselben Schmarrn immer häufiger selber bauen, du, lass es gut sein, wir machen da einfach einen Print draus. Und ist sogar relativ einfach zum Setzen bzw. zum Vervielfältigen. Jetzt dann zu den Konstruktoren. Hier auch wieder aufgebaut, wie bei den anderen auch, Eingang, Ausgang links, kein Rezept hinterlegt, einfach angeschlossen. Dann haben wir als nächstes, ich habe immer geschaut, dass das alles in einer Linie ist. Heißt, wenn du das erweiterst, das ist super einfach dann zum Vergrößern.
bei den einzelnen Sachen natürlich, also jetzt hier bei den Fabrikatoren, kannst du jetzt halt sagen, du, ich will jetzt dort 5 bauen, also baust du einmal einen Dreier, einmal einen Doppel hin. Die Dreier sind eher mehr fürs spätere, also für so Übergang, drittes, viertes Faselchen, ist das quasi gedacht. Jetzt das hier wirst du häufiger brauchen. Ich habe hier wieder den Eingang nur von dieser Seite gemacht. Heißt alles geradeaus durch, da muss nichts gesplittet werden. Je nachdem, wie viele Teile du halt pro Minute brauchst, dazu natürlich die Bandstärke beachten. Ich habe hier in der Mitte ein MK3-Band gemacht und der Abgang ist alles mit einem MK1-Lift angeschlossen. Die Ausgänge sind auch alle mit MK1. Übrigens bei allen Prints, bis auf die bei den Raffinerien, haben überall MK1-Ausgang bzw. MK1-Band, was es zuführt. Dazu kommen aber dann später nochmal in der Raffinerie nochmal separat drauf. Wir haben hier auch wieder den Ausgang wieder nach links. Der Dreierprint ist quasi nur einer nochmal erweitert, beziehungsweise ich habe den aus dem Dreierprint einfach raus erstellt. Das ist super einfach. Ich mache dann auch nochmal einen Probeaufbau, zeige dir dann mal, wie du den dann hernehmen kannst. So, und jetzt zu den zwei Raffinerien. Hier auch wieder habe ich geschaut, dass wieder alles schön in einer Reihe ist. Ein- und Ausgang. Die sehen jetzt vielleicht ein bisschen eng aus, aber sie sind alle verbunden, also da überhaupt gar kein Thema. Sobald du siehst, dass dieser Balk ausgefahren ist und du dieses Klickgeräusch hast, weißt du, das ist verbunden. So, hier mal ganz super easy, einfach vorne einen Stromanschluss und fertig ist die Kiste. Auch wieder hier kein Rezept hinterlegt, auch weil ich jetzt nicht genau gewusst habe, so was willst du jetzt als erstes machen. Das kannst du natürlich, wenn du sagst, du machst jetzt da größere Massen davon, genauso wie bei den anderen Geräten auch. Du darfst da natürlich jederzeit Abänderungen machen, was hinzufügen, was entfernen, ist absolut kein Thema. So, und jetzt schauen wir uns da mal einen kleinen Probeaufbau an. So, ich habe jetzt einmal hier die 8 Schmelzis einmal hingestellt, also viermal den Print platziert. Ich habe hier natürlich ein bisschen einen stärkeren Miner hingestellt, aber das ist jetzt eigentlich völlig egal. Wir rechnen ja hier mit 240 die Minute. Also einfach dann MK3-Band anschließen, die Möhre reinlaufen lassen. Natürlich nicht vergessen, wir müssen ein Rezept hinterlegen. Also kopieren, einfügen, 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 einfügen. Man merkt schon langsam, wieso ich gesagt habe, speichere dir das lieber ab mit einem Rezept, weil hier jetzt mehrere hintereinander machen. Es kann natürlich, je nach Größe, kann es anstrengend werden. So, jetzt sind wir ja eigentlich quasi, ja, jetzt hat er hier von rechts, von links nach rechts alles reinbringen lassen. Jetzt bringt er von rechts nach links alles wieder raus. Aber was bringt uns das jetzt? So, wir machen jetzt ganz super easy. Wir setzen jetzt unseren anderen Print genau dahin. Mit H übrigens festhalten den Print, also mit dem Notch-Modus. Hier hinstellen. Genau, dass hier dieser Splitter genau über den Merger genau kommt. Einmal platzieren. Dann ein MK3-Band schnappen. Und aufpassen hier, das kann sein, dass es sich mit dem Merger dann selber nochmal wieder verbinden will. Also hier Obacht. Also genau hinplatzieren. Und schon geht diese Sache dann hier auf die andere Seite weiter. Was können wir denn da jetzt zum Beispiel machen? Du machst jetzt zum Beispiel die Sachen hier wieder weg. Ist lästig, ich weiß, das hilft aber nichts. Wir sind jetzt halt hier, du gehst wieder in den Notch-Modus und drückst dann 1-2 Mal drauf. Machst dann zum Beispiel ein MK1-Band hin. Hier ein MK1-Band. Ich habe natürlich jetzt einen Strom umsonst. Jetzt brauchen wir ein spezielles Rezept. Die genietete Eisenblatt. Die stellst du dazu einfach auf 3,3333 ein. Man sieht also quasi schon, was du brauchst. Hier quasi einmal 12 einstellen. Ich mache das natürlich ein bisschen höher, weil, ja, so ein Komma, das interessiert mich jetzt hier nicht unbedingt. Dann brauchen wir einen Eisendraht. Den lassen wir auf volle Pulle stehen. Ab und zu kann man sich da nämlich auch mal was rausnehmen. Ist praktisch, muss man sich nicht extra nochmal so ein kleines Minilager bauen. So, das kann man jetzt natürlich x-beliebig erweitern. Wir haben natürlich auch noch die Option, dass wir sagen, so, jetzt, ich will jetzt natürlich auch nochmal ein bisschen Stahl und so Zeugs bauen. Ich brauche Rotoren, was brauchen wir noch? Wir brauchen Rahmen. Kommt der nächste Print hin, einfach daneben hingesetzt. Dann wieder MK3-Band dran, einmal erweitert. So, was brauchen wir jetzt für ein Rotor? Wir brauchen auch unbedingt wieder natürlich einen Draht. Draht, Draht, Draht. Den brauchen wir. Naja, ich baue ihn jetzt eigentlich dreimal. Setze ihn aber nochmal, dass 4 Konstruktoren da sind. Den letzten ignorieren wir quasi an der Stelle. Heißt, wir bauen jetzt natürlich hier ein MK3-Band hin. Tun dieses hier hinten abreißen, dass das hier wieder separat steht.
Hier natürlich nicht vergessen, so was mir des Öfteren passiert, hier die Bänder natürlich immer schön verbinden. Hier wieder ein Eisendraht einstellen. So, und jetzt können wir, je nach Größe von dem Ganzen, können wir natürlich hier eskalieren. Heißt, wir stellen einmal hier ein Band hier hin, für einen, oder, wenn es natürlich mehr sein darf, gehen wir natürlich gleich auf den Zweifachfabrikator. Im Zweifachfabrikator kannst du es natürlich auch wieder hier easy peasy so hinstellen. Ganz einfach. Gehst dann hier wieder rüber. Schnappst dir dann dein Rezept der Wahl. Hier in dem Fall machen wir ja einen Rotor. Heißt also hier auch wieder kopiert, eingefügt. Wir sehen nämlich hier 30, 30. Hier natürlich auch unbedingt die Bandstärke natürlich beachten. Falls du größer wirst und irgendwann einmal zum Beispiel MK4 oder MK5 Band hast, die Prints kannst du relativ lange benutzen. Du musst halt nur die Prints updaten für das jeweilige Band, was dir gerade zur Verfügung steht, beziehungsweise was du natürlich gerne dran haben möchtest. So, aber uns fehlt ja jetzt quasi blöderweise ja irgendwie noch sowas anderes. Uns fehlt ja jetzt noch das Stahlrohr. Aber da kommt jetzt dieser Bus zum Einsatz. Pass auf. Dann müsst ihr jetzt einmal den Bus setzen. Im Übrigen, der Pfeil muss zu dir schauen, wo es dann von links nach rechts geht. Man sieht es auch ein bisschen im Hologramm. Man lässt das dann so in etwa laufen. Moment. Dass der Bus genau über diesen Splittern bzw. über den Mergern hier zusammenkommt. Dann muss man den ein bisschen weiter wieder hinsetzen. Hier natürlich aufpassen, nicht auf den Merger zielen, weil sonst hebt sich dieser Print wieder an. Also heißt, ein bisschen drunter, ein bisschen weiter weg zielen davon. Einmal hinplatzieren. Dann erweitert man diese Chose hier. Tja, und was haben wir jetzt geschaffen? Wir haben jetzt die Möglichkeit geschaffen, dass wir Sachen, die wir jetzt hier vorne produzieren oder an einer anderen Stelle haben. Also wenn wir jetzt sagen, wir haben jetzt hier eine Gießerei hier drüben, die uns die Stahlsachen herstellt. Also einmal hier diesen hier machen. Wenn du nicht im Blaupausenmodus bist oder im Baumodus, ist eigentlich völlig wurscht. Du kannst mit STG gehalten die Prints super easy nebeneinander quasi anheften lassen. Dazu natürlich wieder das MK3-Band auswählen. Hier rüber, fertig. Hier natürlich Eisen und Kohle ran. Die beiden natürlich verbinden. Aus die Maus. Man kann jetzt natürlich dann hier auch wieder mit den Konstruktoren wieder arbeiten. Auch eigentlich super easy gemacht. Ich denke ja an euch. Einfach hinsetzen, Build and Forget. Hier natürlich auch wieder das Verbinden natürlich nicht vergessen. Ich habe es schon des Öfteren erwähnt. So, und jetzt hätten wir jetzt hier zum Beispiel Stahlträger, Röhrchen. Davon lassen sich natürlich ein paar mehr bauen. Aber ist jetzt nur exemplarisch. Wir würden jetzt quasi einmal mit den Stahlröhrchen einmal hier nach hinten gehen. Einmal das Ganze hier nach drüben bringen. Das mache ich jetzt einfach nur rudimentär. Es ist jetzt kein Schönbauprojekt hier. So, jetzt müssen wir das Ganze hier nach oben bringen. Da gibt es auch wieder ein paar Tricks, aufgepasst. Da musst du, falls jetzt, sagen wir jetzt mal, wir wollen hier jetzt einen Splitter hinmachen. Der Einfachheit halber, du willst den Fusionator, der, wenn der jetzt hier zum Beispiel nicht ansnappen würde. Hier geht es zufälligerweise, aber hier haben wir, hier tut sie wieder nichts. Schaust du, dass beim Merger oder beim Splitter hier unten das in diese Richtung zielt. Und sobald der hoch genug ist, spannt er das wieder, dass da unten was ist. Heißt, wir können es wieder nach unten bauen. Einmal wegreißen, dann setzt man seinen Lift hin, liest das Ganze an. So, und jetzt haben wir quasi auf dem Lift hier oben, hätten wir quasi Stahlröhrchen. Wenn wir jetzt gerade feststellen, das wäre besser gewesen auf dem unteren. Das wollen wir jetzt gleich einmal korrigieren, den Fehler. So, jetzt haben wir den Fehler korrigiert. Dazu natürlich reichlich Gedanken machen vorher, wo willst du was, wie, wo runterschicken. Weil je nachdem, wie du was wo auf welches Band legen tust, also jetzt zum Beispiel, jetzt, wenn du jetzt hier die verstärkten Eisenplatten zu den Rahmen bringst, darf das natürlich jetzt nicht hier auf dem Stockwerk sein, sondern muss woanders sein. Und die Fabrikatoren, die müssen natürlich einen anderen Abstand zu dem Splitter haben, der jetzt dann gleich da oben hinkommt. Pass auf,
Also, wir brauchen nochmal einen Splitter, der kommt dann hier in dieses Stockwerk dann rein. Der würde natürlich idealerweise hier platziert werden. Hier, also, ob es jetzt genau nun auf den Pixel hinläuft, du hast es gerade gesehen, einmal nach oben gebaut, erkennt er das natürlich sofort. Du könntest dann hier ganz entspannt einfach im rechten Winkel dann das Band rüberbringen. Ich habe hier schon mal die Sachen vorbereitet, dass wir das einmal sehen können, was da einmal passiert. Also sprich, die Röhrchen einmal in das Containerchen hier mal rein zum Simulieren reingemacht. Es würde quasi heißen, du könntest auch dieses Teil dann hier wegmachen. Die Sachen, die jetzt hier überstehen, das war jetzt nur Platzhalter von dem Print, der hier platziert worden ist. Also nur zur Orientierung. So, jetzt gehen die Sachen hier ab. Das hier würde weiterlaufen. Heißt, dass wir haben hier hinten einen kleinen Bus, der uns die Sachen weiter in die Produktion reinbringt. Ohne dass wir jetzt hier irgendwas Kompliziertes mit Zwischenboden machen müssen, sondern gleich von oben irgendwo abgreifen können für die nächste Produktion. Hierzu natürlich unbedingt auf die Produktionsraten achten. Ganz wichtig, weil sonst ist irgendwann nochmal das Band irgendwie voll leer. Und das wollen wir natürlich nicht. Aber wie sieht das jetzt nun mit dem Alternativrezept für die Stahlrahmen jetzt zum Beispiel aus? Wählst du jetzt den Stahlrahmen aus, natürlich wieder hier reinkopiert in den anderen. Ich habe dabei schon mal hier ein bisschen was reinlaufen lassen, habe einen Container hingebaut und das Ganze hier auf dem Bus in den zweiten Stockwerk hochgebracht. So, jetzt könnte man natürlich auch wieder hier sagen, das bauen wir jetzt halt weg, weil dieser komische Überhang da vorne, der stört jetzt einfach. So, und wie ich jetzt vorhin gemeint habe, es geht natürlich jetzt nicht unbedingt, dass du jetzt hier das hier hinbaust, das geht leider nicht. Man könnte jetzt natürlich auch versuchen, mit einem Lift hier was zu schaffen, aber na doch, es würde sogar klappen. Wir könnten hier einen super um die Ecke Stauchi machen. Würde entweder so funktionieren, das wäre natürlich das kompakteste, oder falls du den Stauchi hier nicht hinbekommst, baust du wieder hier nach oben. Hierzu natürlich beachten, du musst schauen, dass du hoch genug selber stehst, jetzt so, wenn du keinen Flugmodus anhast. Dann drückst du wieder die H-Taste zum Notchen, machst dann 1, 2, 3, 4 Klicks weiter, baust diesen dann dahin. Diesen Beispielbaum machen wir jetzt natürlich weg. Und falls jetzt hier kein Snap-Punkt kommt mit STRG, gehst du einfach auf die andere Seite und du siehst, kannst du ansnappen, kannst du hinbauen, machst dann wieder dein Band hin, was einigermaßen gut aussieht. Wie gesagt, Super Stauchi kannst du natürlich auch gerne hernehmen, das ist überhaupt gar kein Thema. Hier unten haben wir natürlich wieder eine andere Baustelle. Da brauchen wir natürlich dann die Stahlrohre natürlich hier unten auch. Hierzu bitte aufpassen. Es kann sein, dass je nachdem wie du hinsiehst, kann natürlich sein, dass hier der Splitter sich an den unteren anschließen möchte. Wie es das hier vielleicht gerade siehst. Ich werde es nochmal veranschaulichen. Wir haben ja hier, die können wir jetzt hier anschließen. Wie merkst du überhaupt, ob dieser Splitter überhaupt hier angeschlossen ist? Ja, super easy. Wenn du ihn jetzt hier hinsetzt und mit der Abbautaste F drauf gehst und du siehst keine Sachen, die du damit abbaust, ist es leer. Hat also nicht funktioniert. Also man muss da ein bisschen weiter nach unten zielen. Siehst schon, da geht schon ein bisschen was rein. Heißt, ist also verbunden. Sprich, wir machen den hier auch wieder nach unten. Wir können natürlich auch wieder einen normalen Lift wieder hernehmen dazu. Schließen dann die Rohre an. Die verteilen sich hier wieder. Und in kürzester Zeit haben wir dann unsere Stahlrohre drin und unsere Rahmen können produziert werden. Das Ganze ist natürlich jetzt x-beliebig erweiterbar. Man sollte halt nur darauf achten, dass man seine Zahlen, was hier hinten rauskommt, also die 270 Eisenbahnen, selbstverständlich erstens einmal gut aufbraucht und natürlich schaut, dass man nicht in ein Defizit reinkommt. Heißt also immer regelmäßig hier durchzählen, wie viele Eisenbahnen benutze ich oder wie viele Kupferbahnen benutze ich, weil das ist natürlich auch mit den Kupfersachen hier alles zu benutzen. Wie gesagt, es lässt sich alles Schritt für Schritt alles von links nach rechts reinbringen und geht wieder von rechts nach links wieder zurück und kann dann oben in die nächste Fabrik wieder eingeführt werden. Eigentlich ein total easy Prinzip, das Ganze schlängelt sich dann einmal von links nach rechts, einmal von hinten, von links wieder zurück nach oben weiter. Wir gucken uns jetzt aber dann noch einmal die Kohlekraftwerke an. So, wir haben jetzt nun das mit dem Kohlekraftwerk einmal durchgedacht. Also sprich, wir wählen unseren Print aus. Wir müssen natürlich wieder gucken, dass die Laufrichtung hier wieder stimmt. Weil hier geht auch wieder alles von links nach rechts einmal durch. Schauen wir natürlich, dass das ungefähr hier so auf dieser Mitte läuft, auf dem mittleren. Die sind natürlich auch wieder übereinander gebaut. So,
dann setzen wir das Ganze einmal. So, wir müssen jetzt da hinten, kommen jetzt nur 60 die Minute raus. Ich habe das jetzt einfach mal in MK5-Band hingebaut, damit das hier ein bisschen schneller rüberkommt. Heißt, wir müssen jetzt halt schauen, dass wir die Sache hier zu hier aufs Stockwerk bringen. Heißt, wir bauen einfach einen Lift. Muss gar nichts hoch und runter machen, sondern einfach nur die normale Standardhöhe auswählen. Und hier einmal rein verbinden. So, jetzt wird es quasi fast schon losgehen, aber wir brauchen ja noch einen Wasserextraktor. Mit dem Wasserextraktor habe ich bisher immer so gemacht, dass ich mich an dem in der Mitte natürlich orientiert habe. Das Ganze ist so gedacht, dass du hier nicht sehr viel Höhe überwinden musst. Heißt, ich habe auch geschaut, dass die Rohre unten sind und nicht oben. Quasi, dass man mit dem Förderband da nach oben wandern, weil das keine Energie braucht, keine zusätzliche, falls du es ein bisschen erhöht haben möchtest. Das muss natürlich verbunden werden. Der hier muss auf 90 eingestellt werden. Einstellen im Übrigen, das Freischalten, das gibt es dann im MAM. Dazu musst du erstmal ein paar Schnecken finden. Hierzu dann die Produktion übertakten. Wie und wo das jetzt nun in 1.0 im MAM neu zu finden ist, du weißt, du musst nach den Schnecken gucken und nach der Übertaktung. Falls nichts geändert wurde. Ich gehe jetzt einfach mal ganz schwer davon aus. So, jetzt haben wir aber hier ein... Kommen jetzt hier 60 pro Minute raus. Heißt, wir können nochmal einen zweiten hinbauen. Ja, natürlich auch wieder mit STRG gehalten. Einfach daneben hinsetzen. Geht super einfach. Dann wieder mit einem MK1-Band oder deinem Band der Wahl natürlich hinplatziert. Hier selbstverständlich natürlich wieder das gleiche wieder in grün. Heißt, hier in der Mitte den anpeilen, den Verteiler hier. Das wieder auf 90 einstellen. Abwarten. Easy peasy, wird gleich laufen. Habe ich mir so gedacht, das ist super einfach zum Erweitern, weil wenn du jetzt zum Beispiel 240 Kohle die Minute rauskriegst, aus einer Kohlequelle kannst du 24 von diesen Kohlekraftwerken hinstellen. Finde ich total einfach. Du musst nicht großartig rumrechnen, wo musst du jetzt einstellen, wo haben wir jetzt einen Überschuss, wo fehlt jetzt was, welches Rohr muss jetzt mit welchem verbunden sein, wen muss ich jetzt hier untertakten. Du hast da mit dieser Methode einen total geraden Strich in deiner Stromproduktion. Das ist total einfach. Zur Gießerei, glaube ich, muss ich jetzt eher weniger sagen. Ich habe hier natürlich Ein- und Ausgänge natürlich auch mit Förderbändern gemacht. Genauso wie mit Röhrchen Ein- und Ausgang verbunden ist. Hier sind auch wieder alle auf der gleichen Linie. Heißt, du kannst das auch x-beliebig großziehen, je nachdem, wie viel was oder wo rauskommen soll. Du darfst natürlich jederzeit auch hier den Print wieder verändern. Ist überhaupt gar kein Thema. Wenn du sagst, du, ich mache jetzt, wo jetzt nur noch Schwerrückstand rauskommt, die anderen Sachen, die lasse ich jetzt woanders hinlaufen, darfst du natürlich jederzeit gerne verändern. Aber wie kommst du jetzt zu den Blueprints? Wie kommst du dann aber jetzt nun zu den Blueprints? Du kommst zu mir noch so Twitch rüber. Unbedingt dran denken, ich muss online sein. Du tippst in den Chat Ausrufezeichen Blueprints, bist Follower im besten Fall. Anderweitig geht's natürlich nicht. Und schon kriegst du einen Link, wie du die Blueprints einfügst bei dir. Ich habe hier oben noch einen Link reingemacht zu einem anderen Video, wie du Blueprints einfügst. Dann muss ich das jetzt hier an der Stelle nicht nochmal erklären. Ist übrigens total einfach. Was ich jetzt natürlich... Wir haben ja noch ein Video gesehen, was sich mit den Blueprints beschäftigt. Weiß ich natürlich jetzt nicht, was das auf sich hat. Im Übrigen, die Blueprints findest du dann natürlich in einem Unterordner drin. Satisfactory 1.0 Starterprints. Da musst du dann hin. Da gibt es dann die ganzen Prints, weil du wirst dann natürlich in dem Ordner noch mehr finden. Falls dieser Unterordner nicht gleich angezeigt wird, keine Panik, keine Panik. Ein bisschen warten, nochmal F5 drücken. Die brauchen meistens bei Google immer ein bisschen zum Laden. Im Übrigen, meine Prints sind ab diesem Datum, sobald dieses Video online geht, sind meine Prints umgezogen. Das in Erinnerung behalten. Also der Link ist nicht mehr aktuell, den ihr euch da damals gespeichert habt. Ihr müsst leider wieder noch einmal neu zu mir in den Chat kommen und den Print, Blueprint nochmal neu eintippen und den Link nochmal neu holen. So, wir sind am Ende. Ich danke dir fürs Zuschauen. Ich hoffe, die Prints werden dir helfen. Natürlich über Feedback freue ich mich an dieser Stelle. Über ein anregendes Däumchen hoch oder ein Abo freue ich mich natürlich auch. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Euer Chaos. Bis dahin, eine gute Zeit. Servus.